Guten Tag, damit herzlich willkommen einmal wieder zurück zum Bausimulator mit meiner Wenigkeit. So, meine Damen und Herren, wir haben den nächsten Job in der Kampagne und zwar Hotel. Ja, wir sollen ein Luxushotel bauen. Das Ganze auf Mittel wiederum, 1,4 Millionen Gewinn, geschätzt ungefähr. Bauabschnitte 12, Schwierigkeit bzw. Dauer 4 Sanduhren. Ja, 4 Sanduhren. Selbst auf leicht wären es 4 Sanduhren. Also von daher, ja, und ich sehe schon ungefähr hier, was erstmal mit den Abtragen auf uns zukommt. Mahlzeit. Mit dem geplanten Hotel verschaffe ich mir garantiert einen Platz auf der Titelseite von Luxusleben heute. Ja. Auf diese Weise wird in gehobenen Kreisen wieder mehr über unsere Stadt und natürlich mein Hotel gesprochen. Natürlich. Ich möchte, dass jede Investmentbank und alle Luxusliebenden der Region von diesem Hotel erfahren und jede Zeitschrift im Land über uns berichtet. Jupp. Die Devise lautet: Großdenken, Großhandeln. Wunderbar. Gefällt mir. Ba-bang. So, den Oberboden abtragen. Also von hier. Okay, da will er jetzt in dem Falle noch gar nicht so viel. Aber finde ich schon mal gut. Finde ich schon mal gut. Dann steigen wir mal in die Liebherrbude hier ein. Setzen die dann nochmal zurück, dass wir ein bisschen näher rankommen, würde ich sagen. Jupp, das hat's gebracht. So, dann machen wir es halt so, ist auch in Ordnung. So, dann einmal den hier. Und dann einmal den. Und dann passt das. So. So, dann warten wir. Wo müssen wir ansetzen? Hier noch nicht. Hier müssen wir ungefähr ansetzen. Halt. Ein bisschen weiter rüber könnte man theoretisch, aber ja. Ja, so ungefähr. Nicht so weit nach rechts abdrängen lassen. Das passt. Sehr schön. Weitermachen. Dann denke ich mal noch eins wie eine Fuhre, dann oder eh mal rüber, dann passt es, dann wird es auch schon fast wieder finster. Sehr gut. Tschu tschu. Nächste Aufgabe: Erdrampe anlegen.
Also, ach mein Gott. Wir müssen tief rein. Ich glaube, wir müssen bohren. Was empfiehlt der eigentlich da? Also für das hier. Ein Bagger? Ein Raubenbagger empfiehlt er dafür? Okay. So, okay, also da ist es in Ordnung und da ist es noch nicht in Ordnung und verstehe. Aber ich glaube, wir arbeiten halt theoretisch gesehen deutlich effektiver, wenn wir das einfach rausschieben und fertig, ne? War nur schon mal 30%, by the way. Irgendwie versuchen, dass wir da, ich sage mal, so halbwegs gerade, weil selbst wenn das Schild ein bisschen nach drüben rüber guckt, haben wir da schon das Problem. Wenn wir das Ganze aufschieben, ich meine, wir schieben das auch so oder so hier auf. Kriegen es aber eigentlich ganz gut hin. Klar, hier so ein paar Erdhaufen bleiben, aber grundsätzlich scheint das so zu funktionieren. Aber schwer hätte ich mir das GAF jetzt auch wieder nicht antun wollen. Sind da auch schon durch, sehr gut. Aber wir müssen noch eine zweite machen, deswegen bleibe ich gleich mal hier im Rahmen. Ah, der Rest senkt sich ab, das ist... Ah ja. Okay, jetzt stellt euch mal vor, ich weiß nicht, wie das auf schwer gewesen wäre, aber das alles wäre, ja, läuft. Das läuft auf jeden Fall mal wieder richtig. Vor allen Dingen jetzt hier, was zur Hölle? Vor allen Dingen, was ist denn das für ein unebenes Gelände? Wo soll man hier anfangen? Das hier ist grün, das ist rot, oder wie? Okay. Ja, das ist in Ordnung. Also das heißt, ich kann hier rein theoretisch gesehen gar nicht mehr aufsplitten. Nö, okay. Ja, dann machen wir das mal, ne? Kenne ich ja nix. Wenn das so gewünscht ist, dann machen wir das. Ja, genau, aber genauso ist es gewünscht. Ja. Wenn sie das so wollen, dann kriegen sie das halt so.
wilde Sache. Muss man ja lassen. Ich mach schon mal Licht an. Wird nämlich gleich richtig finster werden hier. Okay. Darum, darum, rein, runter, Feuer. Ja, ein bisschen weiter hier rüber. Ja. Sehr gut. Das hat ihn schon gereicht. Was nicht, das ist ja noch die Kralle oder irgendwas wieder, ja. Ne. Ich glaube, wir uns kurz nach vorne bewegen. Sehr gut. Ne, andere Richtung. Jawohl. Ja, manchmal ein paar Eier her. So, das hat sich auch noch abgesenkt. Eier, ah ja, so sollte das am Ende des Tages also aussehen. Ja gut, ja, ich glaube, das primäre Ziel, ich glaube, das ist das, was das Verwirrende. Wir sollen im Endeffekt hier so eine Art Zugang halt schaffen, dass man da mit Fahrzeugen halt hinkommt. Der Rest ist eigentlich effektives Ausbaggern. Auf die Fläche gesehen ist das natürlich wieder eine Ansage. Aber gut. Wir liefern Kies und verteilen ihn. Das können wir eh am besten. So, hoch damit. Selber gerade hier ein bisschen in die Bredouille gebracht. Aber Gott sei Dank haben wir hinten eine Lenkachse mit dabei. Die lenkt so halbwegs mit. Anmachen. So. Ja, 66%, die wollen da noch ein bisschen was sammeln. Theoretisch gesehen, wir könnten nur hier, wie gesagt, mit diesem Kackverteiler drüber. Aber das geht dann erst wieder runter, dann geht's wieder hoch und toll, sagst du mir jetzt. So, raus damit. Und der Kies ist erfolgreich verteilt worden und der Kies muss selbstverständlich auch nochmal verdichtet werden. Was wäre denn Kies, der nicht verdichtet ist? Richtig, es wäre loser Kies. So. Sehr gut. Glücklicherweise habe ich in großer Vorahnung, dass irgendwas in der Richtung gebraucht wird. Ja, hier noch eine Walze da. Na, alle, yep. Schöner Sprung. Licht an, dass wir ein bisschen was sehen. Und dann geht die Kettwalze hier mit am Start.
Bam. Das war ein schöner Grafikfehler. Einmal bitte einlenken. Oh, müssen wir hier dran vorbei. Grüße, Grüße. Oh, alles ein bisschen holprig hier. Theoretisch können wir es jetzt schon anschalten, ne? Müsste ja eigentlich schon zählen. Ja, ist ja alles Erde hier. Dürfte eigentlich nicht ausgehen. Müsste eigentlich alles so bleiben, wie es ist. Na ja, gut. Ja. Gegen das kann man sich schlecht wehren. Da kommt man mit so einer Kante, kommt man nicht großartig weiter. So, ich drehe jetzt hier schon mal ein. Dass wir da hinkommen, wie wir hinkommen. Beim Asphalt waren sie ja so ein bisschen ädepezäde, was die Genauigkeit anging. Ich glaube, hier beim Kies ist das relativ entspannter. Drehen wir schön eine Runde im Kreis hier. Oh, aber schon 55%. Naja, ist auf jeden Fall schön. Ja. Baumaterialien könnte ich nachher gleich mal besorgen, aber ich glaube, ich warte erstmal ab, bis hier der Abschnitt kommt. Dann holen wir gleich alles wieder mit EMA. Haben wir einen großen Trailer, das sollte ja weniger das Problem damit sein. Kleine Kurve hier rein. Guck mal, dann haben wir sogar noch das Ding hier mit. Ja, setzen hier wieder an. Dann haben wir es doch gleich. Also ich glaube, das werden wir hier in einer Folge nicht schaffen. Wir haben 16%. Ich meine, ist in Ordnung, aber selbst hier wird es ein bisschen aufwendiger generell werden. Aber hier 90%. Easy. Ich glaube, noch immer vorfahren. Da haben wir den ganzen Spaß. Doch. Sehr gut, Kies verdichten. Die Baustelle soll geräumt werden. Ja, selbst der steht im Weg, okay. Ah ja, wie gerufen. Sehr schön, Licht aus. Den stelle ich auch mal ein bisschen hier weiter am Rand. Baumaterialien liefern, Palette Holz, Dämpfer und Gitter. So, wo soll es denn hingeliefert werden? Nach da unten, sehr gut. Und wir können einen Kran bestellen. Achso, siehst du, da wollte ich gerade mal gucken. Können wir... Also wir haben, glaube ich, schon den größten Kran, ne? Ich glaube, wir haben 3 Kräne und das war's, ne? Es gibt den Liebherr 125k, dieser Schnelleinsatzkran. Dann haben wir den Turmkran für 175.000. Ah ne, das ist der kleinste. Das ist der teuerste. Und das ist der billigste. LHL1, dann der normale und dann der Liebherr 125k. Was habe ich? Ich habe den LHN1. Ah ja, können wir uns eigentlich noch den 125k kaufen? Einfach nur mal so. Ne? Weil, warum nicht? Dann haben wir alle 3 Kräne. Und vielleicht ist der eine oder ich bin mal gespannt, ob der... Ob der irgendwas besser kann oder auch nicht. So. Ich hätte gern den LKW. Ne, weil der Liebherr, der ganz kleine Liebherr, der hat ja nur eine relativ beschränkte Reichweite. Da kann man jetzt nicht allzu viel damit machen. So, warte mal hier, Bauhandel. Dupidupidu, nehmen wir gleich alles mit, was geht. Wir müssen erstmal wieder wunderschön umlenken hier. So.
Sehr schön. Dann einmal, nee, will ich auch nicht. Ich will eigentlich, blend mich mal bitte aus. Du sollst mich ausblenden, danke. So, Au ja, Backe, das ist, glaube ich, ein sehr guter Begriff. Warte mal, zwei Holzpaletten, also zweimal Holz, immer Folie und immer Gitter. Aha, Holzfolie, Gitter. Naja, klar. Also immer, also das, Folie und Gitter, das sind die. Okay, der Rest ist dann eher so nebenbei zu verstehen. Gucken, ob wir das alles drauf kriegen. Gerade bei den Deckenelementen habe ich da so meine Zweifel dran und vor allen Dingen bei den Holzbalken noch dazu. Hm. Oha, das war knapp. Oh, es passt alles drauf? Ja, der Trailer hat sich definitiv gelohnt. Ja, definitiv hat es sich gelohnt. Dreifach, ne, warte mal, 1, 2, 3, 4-fach hoch kann das Ding gestapelt werden. Halleluja, Halleluja. Auch schön, so schön sauber vor allen Dingen. Menschenskinder noch eins. Wahnsinn. Gut, da haben wir alle Baumaterialien, die wir hier brauchen, dann gleich vor Ort. Das ist sehr gut. Zeigt uns aber, ja klar. Warum stellst du das Ding hier einfach auf der Straße ab, Spiel? Was ist denn los? So, mei oh mei. Dann würde ich jetzt das einfach mal ausprobieren wollen, um ehrlich zu sein. Nimm mal den Liebherr, den hier. Der hat keine Kabine, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Oder hat er eine Kabine? Ah doch, der hat eine Kabine. Ah, das ist, das ist der Kleine vom Großen. Auf Deutsch übersetzt. Mhm. Na gut. Dann wollen wir mal. Glücklicherweise haben wir das Holz auch gleich mit da, also mit da oben. Wir haben aber auch hier oben einen Haufen Dach, Deckenelemente, die wir jetzt noch nicht brauchen. Aber egal, dann geht das erstmal hier ran. Sehr gut. Dann nehmen wir uns hier noch einen raus. An die Folie kommen wir auch ganz gut ran. Überall diese komischen Deckenelemente. Eieiei. Da werden wir ein bisschen was umdisponieren müssen später. Da gebe ich euch jetzt schon mal Brief und Siegel drauf. So, dann gehe ich mal die Gitter, das ist das Zeug hier, ne? Ja. Ja, das sind die Gitter, die sind zugebaut. Sehr schön. Ah ja, wunderbar. Dann nehmen wir uns ein Dings heraus. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es die richtigen sind. Nee, es sind natürlich nicht die richtigen. Damage noch eins. Bewährungsgitter, warte mal. Wie sollten die sonst aussehen? Hallo, springst du mal hier oben drüber? Ne, das ist aber, die müssen quadratisch praktisch gut müssen die sein. Wir suchen quadratisch praktisch gut. Ah, doch nicht die hier, oder? Da. Doch, das sind sie. Das sind sie. Hier unten rechts. Oder beziehungsweise unten links. Ja, sehr gut. Ja, ist halt der Nachteil.
Das ist halt dann der Nachteil, wenn du es automatisch beladen lässt. Dem Spiel ist das erstmal herzlich egal, wie das beladen wird, Hauptsache es wird beladen. Würde er das jetzt bitte einmal wieder in diese wunderschöne Lücke hier reinfallen lassen? Oder eher weniger? Ich glaube eher weniger, ne? Dann machen wir es halt so, ist auch in Ordnung. So, ich muss da unten mal ran. Ich drehe das hier einfach so. Also es muss eigentlich immer nur auf einer Ebene sein. Ja, na so geht es zwar theoretisch gesehen auch, wenn sie nicht gerade allzu viel bringt. Dann ziehen wir das jetzt mal hier vor. Kann nur von mir aus dorthin, wenn sich dort wohler fühlt. Na. Dann machen wir es halt so. Ja. So, dann nehmen wir uns einmal das Holzding hier mit runter. Dann dürfte das jetzt erstmal freigelegt sein da unten. Sehr gut. Aber das reicht noch nicht aus. Das Ganze hier oben drauf muss auch noch irgendwie umgeschwenkt werden. Ja, wenn sie es nicht entscheiden kann, immer eine schwierige Sache. Sehr gut. Der will da partout nicht rein. Wisst ihr was? Ich setze das jetzt einfach hier unten ab. Bumm, geht nämlich auch. Komm ich dreimal schneller voran. Ich hoffe halt nur, also schlimme, die Straße ist genau der Spot, wo dann, wenn irgendwie gesagt wird, hier räum mal weg, wo es dann nicht mehr stört, ich sag's mal so. Hoffe ich jetzt zumindest einfach mal. Sehr gut. Weil noch eine Stufe oben drauf geht halt leider nicht. Da sieht man ja, da will er, da hat er wenig bis kein Interesse daran. Danke. So, dann machen wir das noch weg. Alter, nur um da unten an diese Dinger hier ranzukommen, ne? Hey, Wahnsinn. Aber hätte wieder keiner ahnen können, dass das wieder so verbaut wird. So, hoch damit. So, dann müssen wir noch die lösen. Dann müssen wir das Holz noch weghauen. Wir kommen langsam ran. Na, man mag es kaum glauben. So. Ja, schön, schön zugebaut. Herzlichen Glückwunsch. Sehr gut. Und jetzt noch die Folie. Die liegt Gott sei Dank hier vorne.
So, sehr schön. Ich glaube, die Folie gab es zweimal. Also sprich, irgendwo versteckt wird das auch sein. Gut, und jetzt heißt es im Groben und Ganzen Fundament gießen. Schöner Sprung. Aber nicht mehr heute, meine Damen und Herren. Ich danke erstmal wieder fürs Zuschauen. Ach, guck an, wir hätten das eigentlich... Oder ist das noch Kies? Ne, das ist schon betoniert. Ne? Das hätte man alles noch selber betonieren müssen. Uiuiui. Ja, ich danke erstmal wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und jo, bis dann, haut rein, ne? Tschüssikowski. Tschüss.